Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, da sind wir wieder unterwegs. Im deutschen Panzer 35, glaube ich, stand da. Ich muss einfach viel mehr lesen, welche Panzer ich fahre. Aber jetzt machen wir einen kleinen Sprung, wie die anderen. Obwohl richtig Sprung ist es nicht. Das ist ein langsamer deutscher Panzer, das Thema. Und hier sind schon sehr viele, die hier kommen. Oh, Sally fährt alleine. Arme Sally. Viel Spaß im Sterben. So, 1:1 schon. Jo, da sind schon mal zwei, aber es interessiert wohl keinen. Die werden nämlich jetzt zu unserer Base fahren. Jetzt hier. Ist der hier? Der ist nicht tot, oder? Ist er jetzt tot oder ist er nicht tot? War eigentlich eine relativ gute Runde, würde ich sagen. T56 GMC. So, jetzt habe ich das schnell gesagt, bevor ich das vergesse, welcher Panzer es ist. Das ist nämlich ein Army, ist das jetzt so? Merken echt, die Qualität ist so schlecht. Ich weiß nicht, warum sie so runtergeschraubt worden ist. Alles klar, Dankeschön für den Crash. Wir werden mal kurz gucken, Einstellungen, Grafik, Bildschirmdetails, Ultra ist eigentlich auch Ultra, gut. Ich weiß. So. Ah. Wir können mit unserem Panzer nicht viel anfangen. Da hat kaum Panzerung, aber versuchen trotzdem weiter vorzufahren. Deswegen können wir uns auch kaum. Also besser geht es ja mit dem Panzer nicht. Und was ich mir jetzt gefragt habe, als ich in der Lobby war und so. Boah, Alter. Das ist gerade richtig. Jo, der war gut. Der war richtig gut. Was hat man dann für Fahrzeuge? Was hat man da für Panzer? Der ist dort. Scheiße, der war daneben. Der ist dort da hinten. Wir fahren mal weiter. Wenn ich Angst habe, gleich zu sterben. Aber was hat man wirklich bei der Gamescom, was hat man da für Panzer? Da ist jemand.
ist keiner. Ich glaube, dieses Jahr probiere ich einfach mal so aus Spaß, stelle ich mich bei World of Tanks mal an. Nein, bist du nicht, Tom. Scheiße, die haben nicht genau gezielt. Aber sie dort sind. Aber bauen wir mal weiter vor. Wir sind jetzt relativ weit vorne, die drei, die restlichen. Das sind nur noch drei Stück. Oh, ich war es. Nice. Ja, schade, an den komme ich nie ran. Und hier hinten irgendwo noch. Ah, da. Aber dass ich den kriege, das ist ganz, ganz hier nicht so. Ja, das war mir klar. Sieg, 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 Sieg über Sieg. Nice. Oh, geil. Das ist sehr gut. Wir haben durchgehalten mit dem Panzer. Und der hat auch richtig, also man hat auch gehört, dass er Wumms hat. Sechs kriegt man dafür. Gefällt mir, aber wir brauchen viel, viel mehr Geld. Es wird nach und nach das so extrem teuer alles. Und ich würde mal sagen, Leute, das war's mal mit den Parts. Das war der deutsche Panzer, das ist der T-29 gewesen, der Russe. Und jetzt sind wir mit dem T-56 gefahren. Ich würde mal sagen, das reicht für erstmal. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt auch noch, wenn ich den Noten runden, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, wenn ihr das wollt. Ciao, ciao.